Jetzt, was ist das? Okay, lass uns doch lieber normal beginnen. Okay. Hallihallo, Leute. Wir sind heute bei einem Fabriksgelände. Heute ist der 30., wo wir das aufnehmen. Alles relativ spontan, wie ihr bemerkt. Ich und Lea sind mal wieder unterwegs, Lost Place Tour. Wir waren hier schon mal. Okay, es hat sich aber hier einiges geändert. Oh. Ich sag's gleich, es hat sich hier einiges geändert. Oh nein. Das ist zu betoniert. Nein. Was? Nein, nein. Nein, aber nicht brech du, hör da. Nein, ich weiß, es gibt hier einen zweiten Gang, aber es schaut wirklich zu betoniert aus. Ich dachte, es sind so ein. Es schaut wirklich zu betoniert aus, Lea. So Plot Twist, da will das niemand. Nein, das ist zu betoniert, Lea. Was? Nein, das ist eine Tür. Herrst, okay, okay. Nein, wir schauen. Es gibt ja auch mehrere Eingänge, ist ja nicht so. Wir waren hier schon mal. Ich sag's gleich. Alter! Alter, will der Besitzer, dass da niemand mehr reingeht, oder was geht hier ab? Ja, naja. Eigentlich nicht. Ja. Aber schon. Ich würde es lassen. Ja. Das ist nicht. Ist nicht so, Alter. Ja, schau mal da. Dann nehmen wir den zweiten Gang. Zettel. Dann nehmen wir den zweiten Gang. Oh, Lea. Ja. Wenn das jetzt zu ist, wirklich. Dann suche ich meinen Weg rein. Ja, aber ist die Frage, warum? Das ist weird. Oder ist das dritte drin schon so einsturzgefährdet, dass da einfach niemand mehr rein will? Weißt du, was ich meine? Naja. Mich stört dieser Autoverkehr hier. Und eigentlich. War letztes Mal nicht so. Nein, eben nicht. Gut, ja, ansonsten, ja, da, Alter. Ich sag's. Wir kommen rein im Notfall, also ich sag's nicht so. Es wird relativ groß dieses Mal, weil wir haben hier auch noch auf der Seite Arbeitshütten, also selbst selbst im Fall, dass wir nicht reinkommen, kommen wir rein. Oh, wow. Oh, Alter. Leute, das ist krass. Ja. Eine Hälfte Dach hast du. Also. Ja, das ist halt dann für später. Wenn ihr da nicht reinkommt. Notfallplan. Ja. Noch lache ich. Ja, genau. Das war damals, das Dach war damals noch da und deswegen glaube ich. Nein, 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 da geht es nämlich nicht rein, das ist so ein Sackhaus. Da müssen wir rein. Das macht aber jetzt Sinn. Achso. Wirklich leider. Hm? Kommst du her? Wo bist du? Gleich steht der Friedrich neben uns erst. Oh, das ist ein Verkehrsschild. Ja, schau, Alter. Da ist öfter wer. Was ist das hier? Ist das ein Böller? Ja, da steht Danger. Jupp! Okay, yes, definitely, girl. Oh. Wie es auch sofort 3000 Grad mehr hat. Du bist da drinnen, 20 Grad, du gehst raus, 34. Ich weiß nicht, es ist schon wieder irgendwie so schief. Es ist jetzt, ist aber extrem schief. Tja. Nö, Leute, Pech gehabt. Wie gesagt, dreht euren Bildschirm. Dreht euren Bildschirm, dreht euer Leben. Stellt euer Leben auf den Kopf. Ich habe ein Video gefunden von vor einem Jahr. Zutritt verboten. Ja, schau, sag ich ja. Aber es ist offen. Da drinnen stehen neue Container. Echt? Mhm. Scheiße, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Wir gehen einmal hin, okay? Warte, was ist das hier, Alter? Bleib mal stehen. Das hier. Ist das für eine Box? Bilde ich mir das ein, dass das so ein roter Punkt ist, oder? Drahtfalle oder sowas. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ach, scheiße, Alter. Okay, gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Ich will es nur lesen. Oder ist das eine Kamera? Was? Irgendwer ist ja noch da, oder nicht? Oder in der Umgebung.
Oh Gott, da oben ist Licht im Haus. Naja. Das sieht nicht gut aus. Das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder? Ja, guck mal, das ist eine Sprungfalle. Ich sag dir, wenn du da hingehst. Okay, folgender Plan, wir gehen dort mal hin und lesen das Buch. Ja, was? Ja. Ja. Dann können wir nichts falsch machen. Echt? Ja, schau mal. Vorne. Oh. In die Ecke. Ich will das lesen. Für Schäden jeglicher Art wird keine Haft übernommen. Aha. Ja, betreten verboten. Ja, okay. Steht da auch. Muss jetzt einfach wieder umdrehen, oder wie? Oh, Spannung. Ja, guck mal, die ist sogar Dings oben. Lea. Gut, dann gehen wir mal zu den Arbeitshäusern. Das ist ein Erste-Hilfe-Kasten, sowas. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wirklich nicht. 2 Euro. Nein. Doch. Zeig. Ist das irgendwas? 2 Euro? Nein. Okay. Ja, geil. Wenigstens was. Nee, das ist Scam. Und jetzt fühle ich mich gemobbt. Ich auch. Das kann doch alles nicht jetzt wahr sein, oder? Ja! Okay, dann gehen wir damals direkt durch. Also wenn nicht, oder? Hä? Aber Hauptsache für einen Jahr. Weißt du, was ich meine? Ja. Na, aber wir könnten auch... wäre da wirklich eine Person, könnten wir reinfragen, ob wir Videoaufnahmen und so... Ja, und wenn nicht, ja, okay, dann... Nicht. Wenn nicht, dann nicht. Weißt du, was ich meine? Aber, weißt du, was ich meine? Wir waren vor einem Jahr da und da war nix. Ja. Warum soll jetzt was sein, weißt du? Ja, okay, da ist das halbe Dach eingestürzt. Vielleicht hat er dann Sorge bekommen, dass sich da jemand verletzt. Das ist schon wirklich, ja. Na, vielleicht hat da jemand Angst bekommen, also, dass sich da jemand verletzt. Oder hat sich vielleicht jemand verletzt. Ich meine, das Dach stürzt ja auch nicht aus Spaß ein. Doch. Ja, ja, stimmt. Schau, da haben sie jetzt auch. Das war vorher auch nicht. Ja, Auto. Ja, ja, aber wahrscheinlich wegen ja. Dach betreten verboten. Ja, okay, da verstehe ich. Okay. Ging einfacher als ich dachte. Ja, okay, aber ich will da wirklich nicht reingehen. Da will ich wirklich viel. Ja, und das geht wenig auf, oder? Ah! Oh, ach, du hast das irgendwie mit Stühlen. Da drin steht auch schon wieder ein Stuhl. All the things we said. Ah, schlimm. Was? Wirklich jetzt? Ja, dann machen wir mal trotzdem. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das ist ein Scam, wirklich. Halt, es steht auch im Internet, dass es geöffnet ist. Echt? Ja, die Analfabrik ist ein eigener Ort. Aber ist ein eigener Ort und da steht ganz täglich geöffnet. Das ist Scam. Ja, vielleicht nicht. Ja, aber wollen sie das jetzt abreißen? Ja, dann setze ich mich dagegen ein, oder? Ja, also ich glaube nicht, dass das viele mitsteuern. Dann boykottiere ich. Haben wir einen Notfallplan eigentlich nicht, oder? Nein. Blechwarenfabrik? Goboldskirchen? Ja, muss ich schauen, wie weit das weg ist. Oder? Stimmt. Warte, ich schau. Warte, der Schreibtisch. Ja, organisiert du uns mal einen Notfallplan und ich spaziere da mal gemütlich rein. Gemütlich. Boah, oh. Die Schimmelsporen treffen dich. Halt mal ganz kurz. Oh Gott, und film was? Zu mir rein. Das? Halt und film zu mir rein. Weißt du noch, wie das funktioniert? Ja, eigentlich schon. Dann. Ja. Okay. Warte. Ja. Filmt's mich? Oh Gott, was kommt jetzt? Alter.
Dies ist mein Abenteurer-Suit. Andere Frage, sollte das nicht hier sein eigentlich? Ja. Egal. Du darfst bei dem Gimbal keine Fragen stellen. Okay. Oh, ich rekalibriere so mal. Ja, weißt du, ich ziehe das wirklich durch. Wir fragen. Ja. Wir fragen, ob wir aufgrund fotografischer Zwecke vielleicht da rein dürfen. Und wenn sie fragen, warum, weil wir den Menschen, weil Fotografen. Ich weiß nicht, wie safe das hier alles ist. Oder was ist das? Ein Bomben. Mario. Das ist aber urschwer. Hey, warte, gib her kurz. Das ist ja... Sprengkopf. Ja, schau, das ist hier eine Schraube. Also du hast sie... Hey, ist das nicht so... Oh. Ich will es gar nicht. Glühbirn-Dings... So kann es sein. Mhm. Okay. Aber ich glaube, es ist halt. Wie in der Neustadt hinten. Ja, Ja, wir fragen. Dann fragen wir. Ja, also. Yes. Tut mir leid, ja, es steht überall, es ist geöffnet. Ich habe mich ja selber genug informiert. Weil. Die Oma war ja schon pingelig. Hierher. Zug herkommen musste, also. Wie meinst du? Ja, wegen dir ziehen, oder? Wolltest du mich holen, oder wie? Ja, ich hab gesagt, von mir aus, ja, geht schon holen, habe ich dir eh geschrieben. Ja. Dann schreibe ich dir das, ob das passt. Na, Lea, also, ist der Benzin zu teuer. Ich soll mit dem Zug her. Du zahlst bei uns draußen Benzin 1,59 pro Liter. Gut, das halten wir dann selber schon nach, weil es für mich eigentlich scheiße ist. Heißt, mir taugt schon, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, darum geht's mir eigentlich. Das sind Laden. Vor allem dann hat sie nur so gesehen. Also ich habe dann so geschrieben, Entschuldigung. Na, brauchst du nicht entschuldigen. Hätte der Matthias ja auch vorschlagen können. Habe ich geschrieben, ja, hat er. Aber was ist denn das für eine Aussage, oder? Entschuldigung, ich will so sagen. Ja. Oh, das ist ein Keller. Das ist ein Keller. Was hab ich die doch? 666, das ist die Zahl. Für einen Puff. Also ich meine, wenn ein Auto da steht, ist ja der Besitzer wahrscheinlich nicht so weit weg. Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem der ist eher, das steht. Ist der vielleicht der Besitzer? Ja, gut, wir fragen. Simple Dimple, mehr können wir nicht tun. Und wenn der Typ uns sagt, dass es in Ordnung ist und dass es dann doch nicht der Besitzer wäre, dann vielleicht kommt. Ja, aber ganz ehrlich, ja, was soll er? Es ist halt da auch überall die ganz großen Fenster sind alle zu betoniert. So ist vielleicht Einsturzgefahr wie hier, dass sie deswegen jemanden reinlassen. Und wenn er sagt nein, dann sagen wir einfach, ja, wir waren sowieso in der Gegend. Es soll nicht so ausschauen, als wären wir jetzt da extra 150.000 Kilometer hergefahren. Das lässt einen schwach wirken. Aber das ist halt noch immer alles am Filmen, wenn es mich jetzt aufbreitet, wirklich erst. Ich will ja schon noch in den. Ja. Spazierst du mit? Ja. Adventure. Ja, finde ich in Ordnung. Feeling bekommen. Kurz gesagt, du wirst nicht, als wärst das. Servus! Otto. Vielleicht ist irgendwo eine Baustelle. Was ist das? Das ist auch schon ein sehr hässliches Auto.
sag dir ganz ehrlich, als dein Goal Leichen versteckst, findet kein Mensch. Aber weißt du, was ich halt jetzt noch so schlimm finde? Ja, komm, just do it. Das war lame. Oh. Das Gewicht macht's aus. Spanischlehrerin. Schon, dass es jetzt einen Dachschuss geben wird. Ja, aber das denke ich mal auch. Oder ich denke mal, vielleicht ist das ja der Grund, warum die Hütten zu ist. Sie denken ja nicht, dass das auch falsch ist. Meinst du, dass du... Aber dann tippe ich eher mehr auf Dings. Und ist, geht's auf absichtlichen oder? Einsturz. Ja, aber da würde ich nicht runterkommen. Ja, eh nicht, aber ich dachte, die Kraft hat runter. Gut. Das heißt, jetzt ist Fragen in der Reihe. Oder schauen wir zuerst nach oben. Als wir angefahren sind, war ja da auch ein Wegerl. Weißt du, was ich meine? Wo genau meinst du? Wo, als wir hergefahren sind. Na, oben, wo euren Auto stand. Du gemeint hast, wir brauchen keine Menschen. Oben, als wir hergefahren sind, andere Menschen standen, ja. Wo du gesagt hast, ja, wir brauchen keine. Ach so, ja. Ja, dass wir da hinschauen, oder? Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. Schauen wir mal zuerst hin und dann fragen wir. Brauchst du eine Schießen? Na, danke schön. Ich finde das aber voll schade. Weil letztes Jahr waren wir ja noch ohne Problemas drinnen. Ja. Wir sind einfach reinspaziert. Oh, da. Kruzi, fix nochmal. Zapperlott. Ja, ich meine ganz ehrlich, weil wenn wir die Jugendliche werden, die jetzt keine Fotos machen wollen, dann würden wir eben jetzt kommen. Untertags. Ja, eh. Also. Ja, ganz simpel Fragen halt. Mehr kannst du eh nicht tun. Ja, genau. Und wenn er sagt nein, ja dann... Ja. Ich bin auch immer so eine Person, die hat echt Angst vor Fragen, wobei es ist ja nichts Schlimmes. Halt, weißt du, was ich mal denke? Ist es zu wegen Einsturzgefahr, weil das hier eingestürzt ist? Oder wird es abgerissen? Und ich finde das eigentlich voll schade. Ich meine, es gibt es seit 1595 oder so. 1595. Ja. Es ist halt einfach krass. Ja, ey. Spazieren Staffel 4. Ja, wir werden einfach im Notfall fragen. Aber ich hätte nochmal gesagt, wir gehen. Wir schauen, da auch. Es ist eben schön dran. Wer hat es der geschafft? Hä? Ich sehe die Leas Verknotungen. Wer hat das da reingeschafft? Hä? Ah, ich sehe es. Andere Richtung drehen. Weil hier sind noch alle großen Öffnungen sind halt noch zu. Das macht halt für mich einfach absolut keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja. Und zum Beispiel da vorne ist ja auch einfach alles zu. Ja, dann hätte ich gesagt, wir gehen nochmal nach oben. Ja, was haben wir? Kleine Dings hier noch an, was vorher gesagt hat. Ob da was ist. Ja. Dann schauen wir uns das kleine Dings an und fragen wir, wenn der sagt nein, dann gehen wir nach oben. Okay. Was haltest du da vor? Ja. Ich meine, wenn es uns erlaubt, ja, dann spazieren wir da einfach rein. Ja, eh, wir fladern ja nichts oder so, wir machen nichts hin. Das finde ich halt so schade. Meistens werden die ganzen Lost Places geschlossen, weil es einfach Menschen gibt, die das alles hinig machen. Und ich verstehe das nicht. Aber schau mal da oben. Da ist schaut, hier ist alles zu betoniert. Hier ist alles eigentlich halbwegs zu betoniert. Der einzige Weg rein wären die Fenster. Aber da auch, da war eine Tür und das ist zu betoniert.
Weißt du, es schaut dann alles so aus, als wäre es einfach so nett anpfostenmäßig. Und alle größeren Türen und Löcher einfach zubetoniert. Oh, die reden da wahrscheinlich gerade mit dem Besitzer. Ja. Schlimm. Schau mal. Ja. Alter, ein Luftschutzbunker, was ist das? Vielleicht ein lustiger Scherz gerade gewesen, aber vielleicht ist er wirklich einer. Was ist? Ich habe gerade gescherzt mit, ist er ein Luftschutzbunker? Naja, Alter. Taschenlampe. Ich habe immer Angst vor den ersten Zentimetern because of Spinnen. Ja. Kannst du mal diesen, du kannst es so ausstrecken, dass es ein Punkt extrem hell ist. Oder? Halt, das war's, oder? Ja, dann mach mal. Ach so, da, ist da geht's eh nicht weiter. Sad. Ist ja lame. Hey, guck mal, Jägermeister. Joe, bist du ein verhindert Vieh? Nee, Leibwächter. Da oben ist ein Luftschutz. Schau mal, ein Fixer. XL. Ja, Alter. Ja, wow. Okay. Scam. Ganz großer Scam hier heute. Okay, folgendes. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich mache die Kamera aus. Und wir gehen nach hinten zu deinen... Begleitpersonen. Genau.